So! Ich hasse es nicht. Nee, Musik mach ich gleich wieder aus. So, ihr seht, heute sieht alles etwas anders aus. Wieso läuft mein Timer nicht? Ich hasse es. Ah, der Timer läuft doch, ich sehe. Leichtes Halloween-Design, wie man sieht. Ich muss nur kurz was machen, ich muss mal den Alarm wegschieben. Dann schieben wir mal nach da oben. So. Weil das werden höchstwahrscheinlich heute gute 12 Stunden bis 13 Stunden. Hoffe ich zumindest mal. Gut. Läuft alles. Oben sieht er jetzt auch neu. Werbung für den eigenen Job, Leute. Also. Let's go. Und man kann mich auch auf Discord eintreffen heute. Ich habe mir dafür extra 4 Bildschirme aufgebaut. Also ja. Weiter geht's. Ich hasse das Kapitel. Oh, Leute. Bis hier oben der Counter macht ja gar keinen Sinn. Sag ja nicht, der ist stehen geblieben. Yep. Jetzt sollte aber alles passen. Ja. Ich hoffe auch, dass das Internet heute stabil bleibt. Zurück zum Spiel. Ah, da sind wir stehen geblieben. Leute, das kennen wir schon. So. Angriff, tötet sie. Was soll ich tun? Die Hände des Trägers zu töten. Es ist die gehört mir. Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Was? Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Ah, er hat Kopfschmerzen. Ich hoffe, er hört mich einigermaßen. Jetzt fällt er auf die Fresse. Ja. Wie geht's denn von hier aus weiter? Sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Ich hoffe, die Bilder sind einfach gut von der Qualität. Die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel so. Mehr. Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich werden unser Ziel erreichen. Ich muss vielleicht noch mal was abändern kurz.
Ich will noch was in den Titel kurz umschreiben. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Es wird vielleicht mal eine Stunde kommen, wo dann nur Pause steht, weil Essen muss ich dann doch irgendwann, aber in den nächsten paar Stunden auf jeden Fall erstmal spielen. Level 15. Ich weiß nicht mal, wie viel Level das Spiel hat. Außerdem habe ich einen richtig schönen Sound in 24 eingeführt. Also. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Aber nur fast. Lass mich allein. Aber wieso greifen die nicht an? Hör auf zu träumen. Das sind 4 gute Campen. Das sind 4 gute Campen. Und eine. Was zum Henker? Komm schon! Könntest du bitte aufgehen? Au, ich spüre meine Finger nicht mehr. Was ist denn hier? Was machst du denn hier? Mitten im Winter. Hugo hätte dich finden sollen. Na super. All diese Sachen. Ich erinnere mich an jeden Ort, an jeden Moment. Hey, wo sind denn die anderen? Es sieht echt ausnahmsweise häuslich ein. Kann ich denn irgendwas upgraden? Vermutlich nicht. Ja, dachte ich mir schon fast. Wo sind denn die anderen? So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Und wo sind die denn? Mir kommt mir das Spiel auch etwas langsam vor. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Das heißt, hier sind sie nicht. Na, super. Dann kann er nur unten in seinem Labor sein. Da haben wir eine Absperrung errichtet. Na super. Es kann ja nur unten noch jemand sein. In den Alchemieräumen. Oder ganz weit unten. Wieso sind die eigentlich... Hä? Lukas hat hier wieder die Nacht verbracht. Es erinnert ihn sicher an die Zeit, als er bei Laurentius wohnte. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegen sie überall herum. Lukas' Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo... Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Wie heißt es denn im Keller oder was? Naja, es bleibt ja kaum noch was anderes übrig. Viele Leute sagen, wir spielen jetzt nur das normale Spiel, weil es nicht spät genug ist. Wir spielen später auch ein großes Spiel, damit wir uns alle gruseln. Ich hasse solche großen Spiele. Bevor irgendjemand fragt, nicht weil ich den Inhalt nicht, weil ich es gruselig finde, sondern ich finde es einfach nicht unterhaltsam. Aber, ausnahmsweise, wir haben Halloween. Sieht aus wie eine Kirche. Bitte, wenn du weißt, wo Hugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Ah. Wache über ihn, wenn du kannst. Eine Kapelle. Sehr schön, aber wo sind die anderen? Oh, ja.
Astro. Also ich habe alle Räume durchge. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Geil, den Schlaftrank. Lukas, das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Da friert der Strollerstrahl ein. Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Vier Kinder leben auf einer verlassenen Burg, irgendwo und nirgendwo. Hervorragende Voraussichten. Wo sind denn eigentlich alle anderen? Das ist doch eher die Frage. Ah. Da unter wahrscheinlich. Ich will aber erst zur Werkbank, Leute. Wir könnten. Nee. Würde zwar Sinn machen, macht aber eiskalt momentan schon Sinn. Obwohl, ich muss halt was bauen, Leute. Weil früher oder später muss ich sowieso dann noch eine Munitionsbrecher. Das sollte mir die Sache erleichtern. Und ich will hier bleiben. Wirklich? Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, hallo Amicia. Alles klar. Tut mir leid. Störe ich? Nein, Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu, es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Immer du willst, Amicia. Leckt bei euch der Stream? Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist alles klar. Geschichte. Ein Held. Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Nee, es leckt nicht. Bei mir leckt nur die Anzeige. Das sollte passen. Du magst das Ignifa, oder? Ja, wenn du das sagst. Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst. Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus. Schon dabei. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Hä? Man kommt hier gar nicht mehr drauf. Amicia, wir müssen die Feuerbecken fertig machen. Ja, habe ich nicht vergessen.
Da komme ich nicht drauf. Hä? Was soll ich denn machen, Leute? Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und? Hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut, ich gehe dann mal baden. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Na, super. Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Gut, ich bin fertig. Stimmt was nicht? Ein Erdbeben. Ha, ja. Und der Pool für... Ich muss erstmal Neues herstellen. Junge, es leckt! Das war verkackt. Verkackter Wurf. Wie konnte der Graben überlaufen? Das ist noch nie passiert. Scheiße! Scheiße! Ich hab noch nie so viele gesehen! Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt dein Feuerwerk. Ich warne dir auf meiner Seite einen Weg. Sie wollen die Feuer löschen! Scheiße! Alicia, ich hab vergeben die Verwehr!
Wo ist denn hier ein brennendes Feuerbecken? Nein! Ja, super. Na, super. Das brennt nicht! Ich muss erstmal nachtanken, ich habe nicht so viele mehr. So. Ich hab nichts mehr! Hä, Leute, wie soll ich das denn machen? Ich hab ja nicht mehr.
Gibt's hier irgendwo noch Ressourcen? Nein. Also, ich muss damit auskommen, was ich jetzt habe. Wie kommst du voran? Gut, lieber hier oben als da unten. Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Ey. Kann das sein? Woher soll ich das wissen? Wieso ist meine Bitrate so scheiße? Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ich jetzt fliegen gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Geht es euch gut? Nein. Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber... die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! Der Tod! Ich kann die Ratten kontrollieren. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend gleich durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann. Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia. Geh durch. Was soll denn der Scheiß? An die Arbeit. Hugo! Hugo! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen! Hugo! Ich bin's! Amicia, deine Schwester! Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich gleich an seiner Seite! Hugo! Komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Es ist sau scheiße. Weil ich sehe nichts. Ich find's auch gut. Twitch. Keine Ahnung. Was ist mit Twitch los?
Na super. Okay.